Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur vierten Episode der Serie Bronze Beasts. In diesem Format werden wir mit unseren Bronze-Teams gegen High-Rated oder High-Rated in Form Team of the Season Legenden-Teams spielen und mal schauen, was wir so mit Bronze-Karten anrichten können. Und heute spielen wir wieder mit dem Team aus unserer ersten Episode, haben noch zwei Super-Subs Bronze-Informs im Team, aber die kamen nicht zum Einsatz, denn in beiden Spielen haben die Gegner letztendlich geragequittet, woraufhin wir natürlich dann auch gewonnen haben, na klar. Nichtsdestotrotz sehen wir hier schon die ersten zwei wunderschönen Tore innerhalb von 10 Minuten. Da hat der Gegner auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mit gerechnet. Ich muss auch wirklich sagen, die Teams diese Episode in der vierten hier waren auch nicht ziemlich stark. Natürlich sind da ein paar Team of the Seasons, ich glaube sogar ein Team of the Year nominated oder so, drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz konnten wir die Teams sehr gut zerstören. Ein paar Gegentore haben wir natürlich kassiert. Aber nichtsdestotrotz kommen wir hier natürlich auch manchmal lucky durch. Und natürlich mit den Bronzekarten ist es irgendwie das Effektivste, einfach über den Gegner zu lupfen, über den Torwart. Sodass wir dann wirklich safe das Tor kriegen. Denn diese Bronzekarten haben auf jeden Fall nicht sehr gut Finishing am Start. Hier sind wir beim nächsten Gegner, hat schon ein gutes Team, aber mit der Chemie hat das auf jeden Fall nicht so gehabt. Dementsprechend wieder lucky durchgekommen durch die Abwehr, hier zum ersten Pfostenschuss. Muss auch wirklich sagen, hatte gut Bums der Schuss, aber natürlich leider nicht aufs Tor gegangen. Und hier die nächste Chance, spielen den Ball hier zu Nakagawa, der spielt den Ball zurück. Dann schöne Doppelpass-Kombination, Hacke zu Hacke und dann in das lange Eck. Woraufhin der Gegner natürlich dachte, wir schießen ins Kurze, aber nicht mit uns. Schön verwandelt hier das Tor. Und zum 1:1 direkt der Gegner musste nur ein bisschen schnell dribbeln hier und konnte den Ball dann reinsweaten und dann natürlich verwandeln. Und hier zum zweiten Tor des Gegners natürlich einmal ins lange Eck. Da hat unser Bronzekeeper keine Chance. Nichtsdestotrotz muss ich admitten, dass unser Bronzekeeper besser war, als ich dachte. Natürlich hatte ich keine Erwartung an den Keeper. Nichtsdestotrotz haben wir sehr gute Resultate mit dem gefahren. Hier auch zum letztendlich 3:2 ins kurze Eck. Wunderschön hineinfinest. Und dann seht ihr es schon, der Gegner mit dem zweiten Rage Quit. Und ich würde sagen, die fünfte Episode wird demnächst auch kommen. Dort bauen wir uns wieder ein neues Bronze-Team. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was wir mit dem so reißen können. Haut rein, meine lieben Freunde. Und Peace.